Lindo. Eine Lindo-Gitarre. Ja, schauen wir mal rein. Geöffnet habe ich sie schon. Okay. Müssen wir noch mal ganz kurz hier unten aufschneiden. Okay, das Back ist dabei. Moment. Tasche ist bei. Eine Lindo-Tasche. Die Tasche ist immer gut. Wieder rein, jetzt weiß ich nicht genau. Okay, jetzt kommt das viel, viel geilere an der Sache. Hier sieht man schon den Kopf. Brett. Ein Teil der Gitarre. Ich hole die mal da raus. So sieht die aus. So, von der Verarbeitung her kann ich noch nicht viel sagen. Nur zumindest sind diese Inlays interessant. Sieht man nochmal das Modell. Die ganzen Rundstäbchen sind nicht allzu rau. Können wir nochmal ein bisschen nachfallen. Ansonsten drehen sie mal rum. Das ist jetzt eine sehr schmale. Das ist von der Rückseite. Das ist eine gebrauchte Gitarre von Amazon. Okay, müssen wir alles noch das Stimmgerät mit bei. Ansonsten, wer mehr sieht, Boost, Bass und so weiter. Scheint jetzt aber auch nicht großartig kaputt zu sein. Ein bisschen verkratzt scheint sie hier in dem Bereich. Aber, ja, das bleibt nicht aus. Ansonsten hat es einen schönen kleinen Korpus, finde ich. Die Farbe ist auch interessant. Das sind halt hier so die Dreck noch von. Da haben wir zum. Haben wir noch ein bisschen Zubehör. Da ist ein Imbusschlüssel für den Hals einzustellen. Wir haben hier ein paar Seiten nummeriert. Ja, von 1 bis 6. Die sechste Seite ist die dicke E-Seite. Die erste die dünne E-Seite. Wir haben hier von Lindo original so eine Klemme. Das Griffbrett. Wir haben hier einen Halter, also einen Tragegurt praktisch hier für Tonzimmer. Ansonsten haben wir hier noch ein Kabel mit Batterie. Ne? Da macht schon einen guten Eindruck an sich. So. Ansonsten die Höhe der Saiten. Ja, gut. Das ist Standard. Hat einen Piezo-Tonabnehmer hier hinten drin. So sah es aus auf der Homepage. Das ist nochmal die Bezeichnung. Das ist die ORG-SM-SB für Sunburst. Und gut, die Seriennummer. Ist natürlich äußerst verstimmt. Ja, aber ansonsten, ich sehe gerade hier, ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sieht, da so Kratzer drauf. Aber ansonsten macht die ja so einen ganz netten Eindruck. Lindo. Ja, gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sie spielt. Gut, das war's jetzt vorab schon mal von mir. Bis dann.